So verstrahlt, wie wir sind, gehen wir jetzt wirklich mal nochmal zum Krankenhaus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Seit wann sollte es regnen bei Fallout? Wegen den Tönen. Doc! Ach, Doc. Ich kann ja mal mit Ihnen reden. Sie sind zurück. Brauchen Sie eine medizinische Behandlung? Und wie? Strahlenkrankheit. Es sollte reichen, die Reds aus Ihrem System zu spülen. Gut. In Ordnung. Das wird nur ein paar Minuten dauern. Okay, danke. Passen Sie auf sich auf. Mache ich doch gerne. All dieser Reichtum ist auf dem Strip doch verschwendet. Einige Menschen in Freeside brauchen dringend Nahrung und Medikamente. Und du brauchst dringend Tanzstunden. Guten Morgen. Guten Morgen. So, das haben wir soweit. Entfernen. Aerotech. Cannibal Johnsons. What? Raouls Hütte. Ah, okay. Nee, ich würde mich gern mal ein bisschen mehr hier umschauen. Zum Beispiel in Westside. Weil wir haben noch nicht den nötigen Skill im Sprengstoff für die Quest. Scheiße. Casador. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie, ich hasse sie. Einfach nur, weil ich sie nicht treffen kann. Sagt er und erschießt einen. Okay, den haben wir. Aber wir sind auch bald Level up, also scheint es sich echt zu lohnen, sich ein bisschen umzuschauen. Fully charged with no extra charge. So. Warte, ich kann mich erinnern, dass wir hier schon mal waren. Und dass wir hier echt ein Problem hatten mal. Wegen irgendeinem Typen, der einen, wie heißt es? Wie heißt das Teil? Granatwerfer. Granatwerfer hatte. Da oben ist einer. Na, der kommt runter. Mir entkommst du nicht. Nicht? Ne, mir auch nicht. Was haben wir hier? Horowitz Farm. Einen haben wir erledigt. Nett, nett. Das haben wir. Nein. Nein. Dein Arsch gehört mir. Ich kann einfach nicht ziehen. Was zur Hölle? Was rennt die Tusse auch dauernd rum? Also, bis sie jetzt endlich stillstand. Aus wie Gräber. Ich würde das gerne umgraben. Deswegen trage ich die Schaufel auch mit mir. Ich würde gerne wissen, ob man da rein kann. Anscheinend nicht. Okay. Ich bin fast sicher, dass da irgendwas sein sollte. Naja. Wir schauen uns erstmal hier um. Oh. Fuck. Ja, das passiert hin und wieder, dass man einfach zu viel nimmt. Zu viel mitnimmt. Die Granaten kannst du haben. Das Granatengewehr brauche ich nicht. Ich brauche auch dein dein Feldoutfit nicht. Der Rest kann ich ruhig behalten. Muss ich halt jetzt aufpassen, was ich mitnehme. Kronkorken, Psycho. Achso, das warst du. Munition, Haarklammer, nehme ich mit. So. Nicht, dass da jetzt wirklich jemand kommt. Was haben wir denn hier? Ein Sternkronkorken. Und einen normalen. Und noch einen. Noch was? Ja, noch einen. Noch zwei. Verstrahltes Wasser brauchen wir nicht.
Die können wir gerne mitnehmen. Die auch. Die ist durchschnittlich verschlossen. Das ist kein Problem für uns. Echt kein Problem für uns. Ja, okay, Boon, wir packen ja die Waffe schon weg. Hier haben wir soweit nichts weiteres. Ich kann mich erinnern, dass hier was nachts ist. Also falls es mal Nacht wird, sollten wir hier nochmal herkommen. Bisschen mehr aufpassen. Ah, es gibt ja eine Mod, die Eddie seine unsichtbaren Beine verschwinden lässt, weil irgendwie, man merkt ja, man kann nicht unter Eddie durch. Also es gibt irgendwie auch so ein Model bei Eddie für die Beine, nur wird es halt nicht angezeigt, weil er halt eigentlich fliegen soll. Und das ist schon extrem nervig, halt, dass es nicht angezeigt wird. Nee, hier ist auch nichts. Oh. Und er springt natürlich nicht, aber ich glaube, das ist auch unwichtig. Da ist zu. Also wird hier auch zu sein, oder? Ja, natürlich. Wieso sollte es auch offen sein? Ich meine, wäre ja praktisch. Ah ne, ich wollte das Jagdgewehr reparieren. Ganz vergessen. Oh, nice. Und ich kann ja mal ein Stimpack nehmen. Weil jetzt weiß ich ja, was für ein... wie heißt es? Was zum bis hierhin ist irgendwas explodiert? Nice. Was für ein Hotkey. Genau. Hotkey das ist. Gibt's hier was zum Aufschließen? Bitte, 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 bitte. Nein, schade. Oh Gott. Ich weiß, dass ich hier schon mal war. Also warum leckt das hier? Wir werden auch mal in die Richtung gehen, weil das sah so, als ob das Haus geöffnet ist. Was ich ein bisschen an Fallout wiederum misse, was in Skyrim richtig gut geworden ist, dass man sich so anschleichen kann und dann von hinten einfach raufdashen. Sobald du bei Fallout dich anschleichst, die bemerken dich viel zu früh. Viel zu früh. Also die normalen Leute. Ne, die Gegner. Wow. Das ist nur ein Kojote. Ja, aber Erfahrung bringt Erfahrung. Also ist alles gut. Ach, das ist so ein Haus, okay. Ist ja geil, sowas habe ich noch nicht erlebt. Um ehrlich zu sein. Oh, wirklich eine unsichtbare Wand. Mand. Ich finde es ja interessant, wie die Köpfe einfach mit nach hinten fliegen. Als ob die noch dran sind. So, Kollege, wo bist du? Ich weiß, dass du in dem Haus bist. Ich weiß nur nicht, wo. Das haben wir. Du schaust dir wohl gerne. Was? Du wolltest was sagen? Ich konnte dich nicht verstehen. Du bist explodiert. Was zur Hölle? Selbstsystemmann, nehme ich mit. Nehme ich einfach mal mit. Plasma-Gewehr. Warum nicht? Also. Ey, das ist richtig genial. Das gefällt mir. Eine gute Idee. Hätten sie öfter reinhauen müssen. Auch in den alten Spielen. Und hier liegt das Plasma. Ja, warum nicht? Also. Liegt bei mir auf dem Küchenboden übrigens auch ein Plasma-Gewehr, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, was daran so besonders ist. Nee, ist echt eine geile Idee, sowas.
Ich frage mich nur gerade, warum wir noch auf Vorsicht stehen. An Westzeit dürfte es nicht liegen, weil, soweit ich weiß, sind die freundlich. Ja, sind sie. Warum stehe ich denn auf Vorsicht? Jetzt nicht mehr. Okay. Naja, naja. Rätsel über Rätsel. Ich komm mal rein, ne? Hey, wie geht's? Irgendwas Milizionär. Willkommen in Westside. Welcome to the Westside of the Strip. Nein, ja, willkommen in Westside. Wir schauen uns ein bisschen um. Pawn Shop. Judah Krieger. Sie kommen mir nicht wie jemand vor, der vom Glück verlassen ist. Was verschlägt Sie nach Westside? Ich weiß nicht. Was machen Sie in Westside? Ich kümmere mich um Acker und Ernte, halte Wache wegen der Unholde und helfe, dass das Leben zivilisiert abläuft. Und so siehst du nicht aus mit deiner Kleidung. Wie lange leben Sie schon in Westside? Ein paar Jahre. War eine Zeit lang Händler, aber die Marschiererei wurde mir zu viel. Westside war mir dann als Heimat so recht wie jeder andere Ort. Auf Wiedersehen. Das Leben als Bauer ist irgendwie genau mein Ding. Pawnshop. Miguels. Ach, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus. Danke. Miguel. Ich kaufe so gut wie alles, wenn Sie mal dringend Kronkorken brauchen. Natürlich verkaufe ich auch eine ganze Menge. Sind Sie schon lange in Westside? Mein Großvater hat diesen Laden eröffnet. Ich habe ihn übernommen, nachdem die Unholde ihn getötet haben. Zeigen Sie mir mal Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Natürlich. Danke. Wir schauen, was wir verkaufen können. Eine Pistole, ein Revolver, nur für dich. Ja, den Rest behalte ich. Nein, den behalte ich auch. Wir haben Drogen wieder. Kann ich verkaufen. Fixer behalte ich, weil ist Fixer. Hundefleisch macht mir Stärke minus, das brauche ich nicht. Auch nicht im äußersten Notfall. Packe ich weg, verkaufe ich mit Absicht. Oh, Schusswaffen können wir erhöhen. Muss ich nochmal gucken, ob wir überhaupt so viel an Schusswaffen... Wie weit ist unser Schusswaffenskill eigentlich? Das ist eine gute Frage. Stimpack behalte ich natürlich. Okay. Wir haben noch ganz viel Vorkriegsgeld. Wir haben Terpentin, einen Schrauber, Spritzen. Fuck, wieso bringen die so viel? Wow. Und Raketen, die kannst du haben. Was noch? Mikrofusionszellen behalte ich erstmal. Die Granaten kannst du haben. Die auch. Die brauche ich nicht. Jetzt werden bestimmt irgendwelche schreien. Nein, die schönen Granaten. Ist mir loyal. Ganz ehrlich. Brauche ich nicht. Schreckenhandschuh. Nee, hast du eine Mod? Eine Mod. Kann ja sein. Nein. Schade. Du hast aber... Brauche ich Kaliber 12 oder 20? Kaliber 12. Davon hast du ein bisschen was. Du hast... Die brauche ich nicht. Naja, okay. Akzeptieren. Haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch... Ja, bis zum nächsten Mal. Haben wir echt ein gutes Geschäft gemacht. Hey. Wieso lässt du mich nicht durch? Weiter nach Westside. Schauen wir uns Westside weiter an. Ab in die Gasse. Wuhu. Hey, ein Hallo. Normaler Bürger. Aha. Was ist das?
Casino Madrid? Wer bist du? Fieser Dreckskerl. Hallo. Hallo, wer bist du? Fieser Drecksgesell. Schön, dich kennenzulernen, fieser Drecksgesell. War mir auch eine Freude. Wiedersehen. Hallo nochmal. Was macht ein Supermutant wie du an einem Ort wie diesem? Ich passe auf meine Stadt auf. Deshalb, ich muss los. Und hole in der Nähe. Wiedersehen. Ich mag den. Der ist cool. Hallo nochmal. Hallo, okay. Wiedersehen. Der hat irgendwie was von wegen Hallo gute Laune mal. Typ, finde ich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Finde ich cool.